weil wir da drüben runterkommen, runtergehen können, glaube ich. Da sind auch noch Fledermäuse, Schrägstrich Drachen. Können wir da runter? Ja, da können wir runterspringen, glaube ich. Oder? Können wir schaffen. Schaffen wir. Aha. Lass mich da durch. Jetzt die Drachen. Blitzschlag. Ein Zauber mitbekommen. Mach das mal weg. Oh, schaut mal, die sind alle. Ah, oh, nein, der hat uns. Der hat uns. Wir sterben gleich. Wir sterben gleich. Schnell, trink. Ah, verdammt. Ich wollte gerade noch trinken. Ja, die neuen Zauber müssen wir uns mal angucken. Müssen wir uns direkt mal angucken. Ich glaube, wir werden das oben auf diesem Berg wahrscheinlich wieder erweckt, oder? Genau. Heißt das, wir müssen uns nochmal durch das Dorf kämpfen? Ja, ich glaube schon. Also vor mal ganz kurz die neuen Zauber. Wo sind die Zauber? Hier. Die rasende Flamme. Lässt die gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen. Braucht aber Glauben 16. Fertigkeitspunkte 16. Geht in Flammen auf, kennen wir schon. Flammenschleuder kennen wir auch schon. Blitzschlag. Beschwört einen Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet. Glauben 28. Ach du meine Güte. Okay. Aber sind coole Sachen. Ne? Also Glauben 16, glaube ich, das ist etwas, das können wir hinkriegen. Im Moment haben wir Glauben 12. Glauben wollte ich sowieso mal steigern, also das passt. So, da müssen wir hier nochmal in den Kampf gehen, eigentlich. Können aber auch gleich unsere Freunde die Halbmenschen herbeirufen. Oder wir machen diesmal die Wölfe. Ich glaube, wir machen diesmal die Wölfe. Einfach der Abwechslung halber. So, Wölfis. Guck mal her. Und dann gucken wir mal, ob es hier noch ein paar Punkte gibt, zu holen gibt. Sind die Wölfe da? Einer nur. Da kommen die anderen. Hallo, komm mal her. So, alle drei. Und dann geht's los. Das Problem ist, dass wir den halt mit einem Schlag fertig machen. Ne? Also wirklich spannend ist es dann da auch nicht mit den Wölfen. Trotz Wölfe. Wie viele Punkte machen die denn? 48. Ja. Also das Dorf ist jetzt nicht gerade eine Herausforderung. Hier ist, glaube ich, irgendwo eine Ratte, oder? Versteckt sich hier nicht eine Ratte? Oder ist das die, die wir gerade schon besiegt haben? Wir könnten natürlich jetzt nochmal in die Kirche reingehen. Dort sind ja einige Ratten. Einfach um so ein paar Punkte zu holen. Machen wir, komm, wenn wir schon die Wölfe dabei haben. Wo sind die Wölfe? Da sind sie. Wir sitzen hier gemütlich und schauen uns das alles an, was hier so vor sich geht. Ja gut. Die Fette da hinten bitte noch. Die Wölfe sind schon gut drauf. Schaut mal, also sie sind nicht so. Also einer ist ziemlich verletzt, aber die anderen sind immer noch ganz, ganz fit. Können wir unser Schwert eigentlich auch mal wieder upgraden? Das wäre cool. Haben wir da inzwischen was gefunden? So, jetzt den Fetti. Haha. Punkte, ja, 100 Punkte, ja, immerhin. Immerhin 100 Punkte. So, dann geht es jetzt weiter. Und jetzt holen wir unsere Runen. Dann müsste da oben eigentlich nochmal ein.
Ja, ich wollte unbedingt diesen Skarabäus da holen. Da müsste eigentlich noch mal irgendwo einer sitzen. Hier, das ist noch mal einer. So. Und er hat sogar was dabei. Gelbe Glut natürlich, klar. Ne, hier ist nicht der richtige Bereich. Sind wir schon zu weit? Oh! Oh, 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 oh. Da schleicht sich einer von hinten an. Die Wölfe sind weg. Da ist der, da fängt der Pfad an, sozusagen. Gut, dann hier runter. Genau. Und dann hier entlang. Auf die Pfeiler hier könnten wir theoretisch auch. Aber das bringt uns nicht weiter. Da kämen wir dann darüber, aber das bringt uns nicht weiter. Da sind unsere Runen, ich sehe sie schon. Ja, ich war da zu sehr fixiert auf diesen Käfer. Ich weiß, ich hätte da anders vorgehen müssen. Aber ich wollte ihn haben und wir haben ihn ja jetzt auch. Und jetzt können wir Stück für Stück die Drachen ausschalten. Ah, fängt es wieder an zu brennen, ne? Das Gras. So, die kommen jetzt. Sehr gut. Dann haben wir nämlich die drei schon mal erledigt. So, wie kriegen wir jetzt unsere Runen? Komme ich da hoch? Ja, ich suche mich da mal. Ah, da sind auch noch. Genossen. Ah, das ist nicht. Ah, verdammt. Wir haben bald keine Knochen. Bald keine. Ah, der wurde vom Blitzschlager erwischt, okay. Wir haben bald keine Pfeile mehr. Aber es ist kein Problem. Ich glaube, wir haben genug Knochen, sonst weiß ich, wo wir uns welche holen können. Passt mal auf. Objektherstellung. Die Frage ist, machen wir Knochenbolzen? 18 Stück können wir nur herstellen. Ja, machen wir das. 99 haben wir jetzt wieder. Nee, das 18 mal 10 haben wir, glaube ich, hergestellt. Kann das sein? 18 mal 10? Ja, es ist immer mal 10. Genau. 18 mal 10 ist wunderbar. Und sind die auch so eingestellt, dass sie sich automatisch auffüllen? Ich weiß es gar nicht. Die müssten eigentlich aus dem Lager dann sofort zu uns kommen. So, ich versuche mal. Fulgurblüte. Hat was mit Blitzen zu tun. So, das waren unsere. Ah, da kommt nämlich noch mal einer. Die haben wir erledigt. Sehr gut. Fulgurblüte ist natürlich super. Das hört sich nach einem wertvollen Item an. So, hier ist nichts. Gibt es sonst nichts? Ah! Ich wollte gerade ein bisschen an die Karte reingucken, aber da kam dann nochmal so ein Fiesling an. Jetzt haben wir sie aber, glaube ich, alle. Weil hier muss doch noch irgendwas sein. Dachte ich, dass dieses Zeichen bedeutet, dass da irgendwas ist, aber jetzt müssen die Blitze beobachten, wo die gerade runterkommen. Da. Ich sammle. Ah! Ja, es wird immer so ein bisschen verraten. Sammeln die alle mal ein hier, die Fulgurblüten. Das klingt super wertvoll. Hinten gibt es noch eine. Da kommt einer. Jetzt schnell weg hier aus dem Gebiet. Okay, cool. Super, wo kommen wir jetzt weiter? Und wo ist dieses Ding? Das ist da, in dieser Richtung. Es kann sein, dass es hier unterirdisch weitergeht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wie kommen wir hier jetzt weg? Müssen wir uns teleportieren? Oder gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, da runterzukommen? Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie runterzukommen, oder? Ich meine, du kannst hier. Ja, ich glaube, da runterspringen können wir nicht. Da drüben vielleicht, ja. Aber ich will jetzt auch nicht runterspringen und unsere Runen schon wieder sozusagen in Gefahr setzen. Ich schau mal kurz darüber.
Normalerweise findest du bei dem Spiel immer irgendeine Möglichkeit ohne Teleportieren. Naja, ich weiß nicht, ob das nicht zu hoch ist. Ich glaube, das ist zu hoch. Ich glaube, das ist zu hoch. Ich meine, wir könnten hier diesen Zwischenschritt versuchen. Haben wir nicht irgendwas, was den Fallschaden mindert? Ich dachte, wir hätten was gefunden, was den Fallschaden mindert. Aber eigentlich müssen wir da ja auch gar nicht runter. Nee, wir müssen da nicht runter. Warte mal, da hat sich was bewegt. Nein, das ist nur im Wind. Wir müssen da gar nicht runter. Wir können uns hierher teleportieren. Genau. Und dann hier nochmal runterlaufen. Das können wir machen. Wir wollten ja eh hier hoch auf dieses Ding hier. Also könnten wir uns auch hier hin teleportieren. Aber ich mache erstmal hier und dann laufen wir da mal runter. Mich würde wirklich interessieren, was es da noch zu finden gibt. Halbinsel der Tränen passt ja auch sehr gut. Erstmal, weil es regnet und zweitens, weil hier ganz viele Orks sind und die Orks werden ja in dem Spiel als Halbmenschen bezeichnet. Halbinsel, Halbmensch. Passt irgendwie zusammen, oder? So, wie viele Punkte haben wir? 3800. Das ist jetzt noch nicht so besonders viel für das, was wir vorhaben, nämlich eine neue Stufe zu erreichen. Aber wir haben coole Sachen gefunden. Und ich würde dann auch ganz gerne unsere Tränke verbessern. Sollten wir auch mal machen. Sollten wir vielleicht sogar jetzt sofort machen. Pass auf, wenn wir schon mal am Ort der Gnade waren. Ah, das ist doch ein ganz schön weiter Weg zurück, ne? Da oben war das. Hätte ich vorher dran denken sollen. War das nicht hier? Doch, da. Also. Wir wollen unsere Tränke verbessern. Unsere Flaschen. Flaschenaufladung hinzufügen. 2 goldene Saaten. Ne, wir haben keine goldenen Saaten, sondern wir haben heilige Tränen gefunden, ja. Okay. Also haben wir unsere Flaschen verstärkt. Ein Grund mehr, unsere Lebensenergie endlich mal aufzufüllen mit unseren nächsten Steigerungen. Also einmal möchte ich noch ganz gerne Stärke steigern, weil dann sind wir bei 40. Und die nächste geht in Kraft. Die nächsten Stufen gehen in Kraft, damit wir mehr Lebenspunkte haben. Vor allem, weil die Flaschen ja jetzt auch mehr Lebenspunkte auffüllen, macht es absolut Sinn, dann auch mehr Lebenspunkte zu haben, die aufgefüllt werden können. Oh, 3 auf einen Streich, das war cool. 4000 Punkte haben wir. So, jetzt geht's da runter. Was ist denn da eigentlich? Das ist nur ein Busch. Das ist nur ein Busch. So, da sind wir schon mal in dem richtigen Gebiet. Ja, wir kommen jetzt an diesen Pflanzen vorbei. Ist die große Frage. Können wir die vielleicht mit unserem Feuer irgendwie beseitigen? Ich probiere es. Oh, nein. Stimmt, das war ja auch noch das Problem. Also, ich versuche das mal mit dem Feuer hinzubekommen. Sind das die Blumen? Ich glaube, das sind die Blumen selber, die uns da dieses Ding da entlang entgegenjagen. Ich gehe mal ein bisschen weg, weil wir fast vergiftet sind, bis es ein bisschen aufgehört hat mit dem Gift. Also es scheint auch ein bisschen schwieriger zu sein. Diesen Giftblumen. Man könnte höchstens mit dem Pferd einfach ganz radikal durchreiten. Wir können versuchen, da am Rand vorbeizukommen. Das könnte ich mal machen. Das könnte ich machen, ja. Da kommen wir vorbei. Dann haben wir hier die Möglichkeit mit dem Pferd nach oben. Das möchte ich aber gar nicht. Die nerven, ne? Aber die verstecken auch irgendein Item, verstecken die da noch. Eigentlich könnte ich die schon mit dem Feuerzauber ganz gut drangsalieren, denke ich. Ja. Ich meine, Pflanzen und Feuer. Aber ich denke, mit die können wir auch einfach so, oder? Oh Gott, die übertreiben voll. So. Oh.
ist wie so ein Blitzzauber, den diese Pflanzen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt erstmal dahin. Und wieder weg. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Machen wir erstmal die kaputt. Und eine große Giftwolke. Da kommen große Giftwolken. Ja, der Wind treibt dieses Gift irgendwie hier rein, ne? In dieses Tal. Ist nicht gut. Mach doch mal die richtige Blume. Mach doch die große jetzt. Oh Gott. Das dauert ja ewig, bis die mal tot ist. Ja, das geht so nicht. Wie schaut's mit Pfeil und Bogen aus? Ist das da besser? Ja, da können wir zumindest von einer größeren Entfernung schießen, aber es ist auch nicht so viel besser. Ich glaube, Feuer ist schon das Beste. Boah, schaut euch das an. Schaut euch das an, die drehen voll durch. Pass mal auf, wir machen mal die kleine da fertig. Ach, die bewegen sich ja, stimmt, genau, die kleinen bewegen sich. Die kleinen bewegen sich ja auch. Und irgendwie brauchten wir doch auch diese Giftbeutel für die Giftpfeile, genau, um die Giftpfeile herzustellen. So, machen wir erstmal die kleinen. Jetzt geht das wieder los. Also hier in der Ecke, das gefällt mir gar nicht. Ja, wir müssen unseren Glauben mal steigern, damit wir stärkere magische Kräfte haben. Und dann vielleicht auch. Boah, Hilfe! Und dann vielleicht auch ein paar mehr Zauberflaschen reinsetzen. Weil wir haben ja jetzt keine Zauberenergie mehr. Gleich. Ah, die brennt wieder ein bisschen. Verliert die weiter, ich glaube, das ist nur ein grafischer Effekt, dass die jetzt brennt. Die verliert nicht weiter Lebenspunkte dadurch. Aber sie kann, glaube ich, keine Sporen mehr ausschicken, wenn sie brennt. Ja, das Problem ist. Das Problem ist, dass wir fast keine Zauberenergie mehr haben. Also da werden wir nicht weiterkommen. Das müssten wir ummodeln vorher. Ja, ich glaube, das können wir jetzt erstmal knicken. Schauen wir uns mal da hinten um. Da gibt es schon mal einen Pilz. Das ist doch schon mal gut. Und da oben gibt es Gegner. Drachen. Fledermäuse. Fledermausdrachen. Hier kommt doch schon einer. Zwei. Na komm schon. Sehr gut. Und noch einer ist da oben. Eine goldene Rune bekommen wir. Das ist doch sehr schön. Ist der schon losgeflogen? Nein, jetzt fliegt er los. Warum haben wir denn den jetzt nicht? Ich hatte den doch ein bisschen ins Visier genommen. Na komm her. Jetzt. Damit hätten wir jetzt auch wieder mehr Zauberenergie. So langsam läppert sich's. Ja, ich gehe da nochmal hin. Ich schleiche mich an. Da haben wir den, der schon verletzt ist. Er dreht sich um zu uns. Ah, und die anderen, die machen hier eben magischen Trick. Das machen die, wenn die dann so hochgehen. So, und jetzt müssen wir. So.
erstmal Gift. Damit sollten wir uns ein bisschen zurückziehen. Und den haben wir jetzt fast. Okay. Also die eine haben wir zumindest fast. Schau, wie viele Punkte die gibt. Vielleicht lohnt sich das ja sogar hier ein bisschen in den Angriffsmodus zu bleiben. Wie viele Punkte gibt die? Die gibt 268 Punkte. Ja, immerhin. Das Problem ist, wir haben schon fast wieder keine Zauberkraft mehr. So, Freundchen, jetzt hörst du uns. Jetzt könnte ich ja mal, während die brennt. Ja, da muss man aufpassen. Okay. Jetzt haben wir keine Zauberkraft mehr. Jetzt könnten wir eventuell gucken, ob hier noch mehr Feinde sind, die wir besiegen können. Um nochmal so eine Zauberflasche zu bekommen. Schauen kann man es ja mal. Ich würde ganz gerne mal eine Waffe oder sowas finden oder einen Talisman, der FP regeneriert. Das wäre richtig super. In Demon's Souls gab es sowas. Ach, schaut mal, da gibt es noch ein Geheimnis. Ich wusste es doch. Das Problem ist, wenn wir da jetzt reingehen und sterben, dann sind die ganzen Feuerblumen wieder so, wie sie vorher waren. Tunnel von Morn. Ich würde es trotzdem gerne machen. Lass es uns machen. Ich wusste doch, dass hier noch ein Geheimnis ist. Hier ist ein Ort der Gnade. Sind hier wieder so Arbeiter? Sowas hatten wir ja schon mal. Ja, aber so Harpienarbeiter, das ist ja fies. Krass. Fliegen die? Ne, die fliegen nicht. Doch, die fliegen. So. Da unten arbeiten die. Interessant. Hier geht's hoch und da geht's auch rüber. Da drüben liegt auch noch einer. Da oben arbeitet auch jemand. Was darüber? Ich traue mich nicht. Wir gehen anders. So. Gut. Das haben wir geschafft. Dann können wir hier rüber gehen. Das müssten wir schaffen. Genau, dann da hoch. War auch jemand, oder? War da nicht einer? Doch, da ist einer. So, was gibst du uns? Ein Sprengstein. Und ein Schmiedestein 1. Na, Schmiedestein 1 brauchen wir nicht so dringend. Cool hier, ne? Mit dieser Ader im Erz. Was ist hier? Hier ist jemand, da ist jemand, da sitzen ein paar. Da liegt auch noch einer, den man nicht anvisieren kann, interessanterweise. Ich glaube, ich werde mal Folgendes machen. Ihn hier attackieren, damit wir das ein bisschen nacheinander vormachen können. Sehr gut, okay. Der gibt uns einen Reißzahn. Dann den da hinten. Die sind echt aggressiv, diese. Da muss man im richtigen Moment zuschlagen. So, und da liegt da noch einer. Den können wir aber. Jetzt können wir ihn. Versuche ihn mal anzuschleichen. So, da haben wir eine goldene Rune 2 bekommen. Sehr schön. Ist hier noch jemanden?
Da haben wir auch einen Schmiedestand 1. Warum Schmiedestand 1? Ich weiß es nicht.